Willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Früher war es total einfach, wenn man ein Gerät ausschalten und neu starten wollte. Man drückte einfach auf den Ausschaltknopf und dann ging das Gerät aus. Das ist leider beim Samsung Galaxy A33 5G nicht so. Ihr könnt das aber einstellen, dass es wieder so funktioniert wie früher. Wie das genau funktioniert auf dem Samsung Galaxy A33 5G, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns doch mal gemeinsam an, wie wir das Samsung Galaxy A33 5G ausschalten und neu starten können. Früher war das ja bei allen Geräten total einfach. Man hat hier einfach diesen Seitenknopf, diesen Ausschaltknopf gedrückt und dann ging das Gerät aus. Hier ist das nicht mehr so. Hier startet Bixby. Und das kann ziemlich nervig sein, gerade dann, wenn man eigentlich Bixby gar nicht nutzen möchte. Es gibt hier prinzipiell zwei Möglichkeiten. Naja, eigentlich gibt es drei. Die dritte Version zeige ich euch auch gleich nochmal. Also die erste Version ist, ihr drückt einmal auf den Power-Button und einmal auf den Volume-Down, also Lautstärke-Leiser-Button. Ihr lasst dort einfach gedrückt und dann kommt auch schon hier diese Option Ausschalten, Neustart und Notfallmodus. Also das ist die erste Möglichkeit. So könnt ihr weiterhin Bixby verwenden, indem ihr einfach den normalen Ausschaltknopf gedrückt lasst. Und wenn ihr es ausschalten möchtet, müsst ihr einfach beide Knöpfe drücken. So, das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ihr wischt von rechts oben nach unten und wischt nochmal runter. Und dann sehen wir jetzt, hier ist dieser Ausschaltknopf. Und dann kommen wir zum gleichen Ergebnis. Also ihr könnt auch quasi über dieses Quick-Menü, könnt ihr jetzt einfach quasi einfach auch hier drauf drücken und dann könnt ihr das Gerät ausschalten. Ihr könnt aber natürlich, wenn ihr Bixby nie nutzt, auch hier dieses Seitenverhalten von Bixby könnt ihr auch generell ändern. Und das könnt ihr entweder ändern, indem ihr einmal hier in diese Möglichkeit reingeht und dann seht ihr hier schon Funktionstasteneinstellung. Das heißt, die nennen das schon gar nicht mehr Ein- und Ausschaltknopf, sondern Funktionstaste. Ihr könnt aber auch über die Einstellungen da drauf. Also wir gehen jetzt einmal auf die Einstellungen, dann gehen wir hier einmal auf den Punkt erweiterte Funktionen und dann sehen wir hier die Funktionstaste. Und bei der Funktionstaste ist hier schon gesagt, drücken und halten, was soll dann passieren? Entweder Bixby aktivieren, das ist das, was wir momentan haben, oder ich kann auch sagen, Ausschalten-Menü. Und dann, wenn ich jetzt hier gedrückt halte, dann kommt auch schon direkt das Ausschalten-Menü. Also kann ich, je nachdem, wie ich das haben will, entsprechend umstellen. Also wenn ich Bixby sowieso nie nutze, dann kann ich das einmal hier direkt ausschalten und dann wird Bixby nie wieder aktiv. Oder ich schalte einmal Bixby ein, dann kommt mit der Funktionstaste hier Bixby. Und wenn ich es eben ausschalten will, mache ich das eben zum Beispiel über diese beiden Buttons oder aber eben hier über das Quick-Menü. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.